Fähig ist irgendwas. Ein Schlüssel. Hey Leute, herzlich willkommen hier zu meinem 600 Abonnenten Special. Kaum zu glauben, dass ich jetzt 600 Abonnenten habe. Ich freue mich riesig. Danke jeden von euch dafür, dass ihr mich abonniert habt. Ich habe jetzt mittlerweile schon 612. Finde ich awesome. Und mir kommt es so vor, als ob der Sound ein bisschen noch laut ist. Stimmen wir mal auf 2. Ja, ich habe mir überlegt, was machst du zum 600 Abonnenten-Special? Ich habe ja schon angekündigt, dass ich eine Amnesia Custom Story spielen möchte. Und das machen wir hier auch gleich mal. Ich habe mir einen rausgesucht. Moment, warum nicht auf Spiel laden? Benutzerdefinierte Story. Hier sieht man Emmas Story. Und die werde ich spielen, durchzocken. Mache ich in mehreren Folgen. Ich denke mal, die wird ein bisschen länger sein, wenn ich mich blöd anstelle. Soweit wie ich weiß, sind wir Emma, irgendein von einem Wissenschaftler eine Tochter. Und ja, mehr weiß ich nicht. Ja, so ist das halt. Und mir wurde auch House of Creep vorgeschlagen. Die mache ich jetzt aber nicht, weil es 7 House of Creep Custom Stories gibt. Ich weiß, sind alle nicht so lang, aber ich... Ja, 7, ne? Das ist eine ganz schön große Zahl. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, mach's einfach mal eine, damit sie so verwirrt wird. Und ja, wir machen jetzt Emma Story. Und ja, ja, auf jeden Fall, hier steht es nochmal. You are Emma, daughter of Estrehement Scientist Dr. Robert, also Coleman, von dem sind wir die Tochter. Und ja, könntest du euch nochmal durchlesen hier. Ihr wisst, Englisch lesen und übersetzen, das ist nicht so ganz meine Stärke. Schon ein bisschen, aber Wort für Wort und jetzt Ewigkeiten jetzt rum zu übersetzen, habe ich auch keine Lust. Und wir starten einfach mal. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Und ich freue mich ein bisschen. Ich habe aber auch schon ein bisschen Angst. Denn, ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird, aber ich schaffe das schon irgendwie. Ich hoffe, ich schreie nicht zu dolle. Ja, wundert euch nicht, dass ich mich so ein bisschen komisch anhöre. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen und Husten und alles. Und wir stehen hier auf. Okay. Schickes Zimmer. Was ist denn hier drin? Eine Zinderbuchse. Das ist ja schon mal toll eigentlich. Ich weiß die Störung aber nicht mehr. Pff, scheiße. Hier haben wir zwei Klamottendinger und hier sind Zettel. Okay. Die Musik ist nicht so schön. Über Tinte. Ah, ich bin nochmal jetzt ein bisschen leise und alles. Ich werde jetzt nicht irgendein Monster wecken oder so. Ich hoffe, mir gibt es auch keine Monster. Oder nicht so viele. Was haben wir hier? Klamotten. Irgendwie immer dasselbe. Gewänder. Warum? Ist wieder eins. Und da unten ist wieder eins. Ich muss mich echt ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit huste, weil der Juckreiz ist enorm groß. Die wollte ich eigentlich aufmachen. Ah, aber egal, okay. Ich hoffe mal, es geht trotzdem so irgendwie. Hoffentlich könnt ihr das irgendwie so ertragen oder so. Ne? Okay, das war das Zimmer. Ist vielleicht hinter dem Bild noch was? Nö, aber schickes Bild. Okay. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Hallo? Hier ist eine Tür. The door is locked. There must be a key around the swarm there. Okay, wir gehen einfach mal nach links. Sieht ja noch eigentlich ganz okay hier aus. Die Musik macht mich aber schon wieder kirre. Pissrig. I should explore this floor first before leaving. Dann kann ich nicht weiter. Ach, zum Glück hört man meine Schwestern draußen. Okay, das tue ich jetzt einfach mal nicht an. Wir haben genug Licht hier eigentlich. Oh Gott.
Wehe, ich krieg irgendwie ich werde irgendwie erschrocken oder so. Achtung, dunklen Blitz. Okay, ja, ich weiß. Immer schön im Licht bleiben. Da drüben ist irgendwas. Ist das offen, die Tür? Ich brauche überall einen Türschlüssel für. Ich habe aber keinen. Okay. Das könnte ab und zu leicht laggen. Wie mache ich die Scheiße auf? Wie das funktioniert. Tatsächlich funktioniert. Wie geil. Jetzt habe ich auch gehustet, Scheiße. Sorry, tut mir leid. Hammer. Was soll ich denn damit? Ach so. Ach, damit soll ich es aufmachen. Okay. Nehme ich jetzt Waffe mit. Die Tür ist offen. Warum ist die Tür offen? Die Tür darf nicht offen sein. Hallo. Vögel. Oh, aber das sieht hier gar nicht freundlich aus. Das sieht hier gar nicht freundlich aus. Ja. Können wir ja schon mal Vorschläge für 700 Abonnenten-Special machen. Ich habe da noch nicht so was Großartiges geplant. Okay. Scheint aber nicht viel zu sein. Ich darf aber auch nicht so viel jetzt aufnehmen und alles, weil hier haben wir Schlüssel. Nein, weil es tut schon weh. Warum macht die komische Geräusche? Emma, warum machst du komische Geräusche? Ich mag das nicht. Okay, was hier? Was hier? Hier ist auch nichts. Und hier? Sowas könnte ich aber nie immer LP'n, ne? Ich würde jedes Mal so Schiss haben. Hier sind nur Klamotten und immer dasselbe. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hier ist ein Ofen. Ja, vor allen Dingen, ne? Es ist Emma und wenn ich springe, macht der Männergeräusche. Kann ich irgendwie das aufwerfen? Wieder nur aufwerfen. Na komm. Ey, scheiße. Geh ab da. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Oh Mann, ich hoffe, ich brauche den nicht mehr. Wir haben Schlüssel. Was haben wir hier? Eine offene Tür. Eine dunkle offene Tür. Du musst zuerst eine Laterne finden. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Laterne. Ist hier ganz schön dunkel. Es ist jetzt nicht heller. Toll. Ich voll Öl verschwendet. Ja, Öl. Ich brauche mehr Licht. Okay. Okay. Hier scheint aber nicht viel zu sein. Nö, außer eine Laterne. Es gibt keine Zünderbüchse mehr. Oder da ist eine. Ja, okay, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt hier noch nicht nur ein bisschen mehr verschwenden. Ich brauche es sicherlich noch. Aber hier scheint echt nichts mehr zu sein. Ja, okay. Dann gehe ich. Ist ja auf dem Tisch auch nichts? Ah, in den Schubladen vielleicht mal gucken, ne? Gar nichts. Ein Zettel. Wie ist irgendwas? Ein Schlüssel. Ah!
Nein. Soll ich hier speichern? Boah. Scheiße, Mann. Scheiße, 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 Mann. Kacken, kacken, kacken. Oh, oh, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich piss mir jetzt in die Hosen. Also es wird ein mehr... ein längeres Special in mehreren Folgen, ne? Also, ne? Ich hoffe, euch hat es bis jetzt schon gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder von Emma Story. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss.